Und du bist Shift rechts, Shift links. Jetzt auch eine Stahlgeschichte. Das heißt, die hier sind jetzt alle Stahl. Die hier sind Steinziegel, Rubber, Glas. Jetzt sollte es Glas sein. Ist zumindest angefordert, das ist Sand. Der Sand? Der Sand. Und da sind die Sonderschmelzen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es wieder nicht reichen wird, aber hey. Mehr als versuchen kann ich nicht. Okay, gib mir hin. Dann stopfe ich das direkt rein. So. Da. Das ist echt komisch, dass wir kein Gold haben wollen. Oh, das Ärmchen macht schon wieder Unsinn. Nee, du sollst schön den reinlegen. So. Jetzt sollte das Ding da oben eigentlich durchgehend laufen, oder? Das da? Ernsthaft? Es kann doch nicht sein. Hier, nimm meine 19 Tin Plates. Ah, ist krass, wie schnell das verballert wird. Okay, noch mehr Stahlschmelzen umbauen. Einfach den hier. Shift rechts, Shift links. Eisenplatten rausklauen. Gut ist. So, und dann muss ich mir hier ein bisschen Tin rausschnappen. So, Tin, 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 Tin. Tin, Tin, Tin. Die sollten nicht auf Gold umspringen, weil ja hier irgendwann das Erz so auf Richtung 5 geht, 4, 5. Und sobald es zu niedrig wird, fängt sofort das andere Ärmchen an, das nachzulegen, was schon vorher drin ist. Also sollte es da keine Probleme geben. Hier jetzt auch nicht mehr. So. Achso, das Ärmchen ist wieder... So, okay. Also vier Sonderschmelzen MK2 sind jetzt nur dabei, Tin herzustellen. Okay. Ich hoffe, das reicht langsam. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass Tin so ein Riesenfaktor ist. Ja. Auf jeden Fall sind die weißen Chips jetzt mehr am Produzieren. Unser Privatvorrat wird ja auch nach und nach aufgestockt. Das sollte also okay sein. Ich würde ganz gern die Aug Station jetzt bauen. Gut. Dann... Ja, ich glaube, davon haben wir noch ein paar. Von den Akkus. Solarpanels hatten wir ja alle schon verballert durch unser Ersetzen da oben. Aber Akkus müssten da sein. Rup, 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 rup. Gut. Wie schaut die Edelsteinschicht aus? Ach stimmt, das wollen wir auch noch machen. Letzte oder vorletzte Folge. Die restlichen Edelsteine automatisieren. Wir haben schon zwei Polished Rubies. Und 33 Cut Rubies. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich hätte gerne dich. So, so. So, so. Also dazwischen ganz gerne wieder Ärmchen, Ärmchen. Und du machst jetzt bitte Topa. Was? Cut Topas? Und du machst bitte Polish Topas. Und Beschränkungen sind jetzt wichtig. Auf was hat man die beschränkt? Auf 2 und den hier auf 1, ne? Ja. Beschränken auf 1. So, du hättest gerne Raw Topas. Ja, Raw Topas? Ist das eine neue Meldung oder ist die ganze Zeit jetzt gerade eine Meldung, die angegriffen werden? 11 Türme schießen, das sollte sich bald erledigen. Gut, Raw Topas kommt da an. Und Stein brauchten ja auch noch alle, habe ich ganz vergessen. Du brauchst nur Stein, weil du den Rest von da bekommst. Wie hatten wir das beschränkt? Achso, dadurch, dass die Hälfte da angeht, die andere Hälfte da angeht. Okay. Also beschränkt, dass nicht alle Raw Topase jetzt polished gemacht werden, sondern auch ein Teil zu denen da. Das sollte also okay sein.
habe das Gefühl, Stein ist weiterhin ein Problem. Das heißt, ich müsste wieder einen Liquid-Händler bauen. Noch mal zwei Liquid-Händler. Das dauert eine Weile. So. Oh. Topaz hatten wir schon. Du wechsel mal von Topaz auf... auf Emerald. Und du wechsel mal... Achso, dich dann auch umstellen. Du... Cut Emerald. Du brauchst aber ein Raw Emerald. So. Und du machst dann bitte Polished Emerald. Und jetzt müsste es hinhauen. Hoffentlich. Wir sollen arbeiten. Gut. Also, die grünen brauchen wir für die Laser-Shotgun-Munition. Die brauchen wir für die Topaz-Türme. Und für die Topaz-Türme brauchten wir, glaube ich, die Saphire. Die Türme hier. Ja. Also fordern wir jetzt hier an. Mach mal Shift rechts, Shift links und ersetzt das durch Raw Sapphire. Und du polish bitte die Raw zu Cut. Und beschränk dich auf zwei Kisten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Polished Saphire überhaupt haben will oder brauche oder was auch immer. Ich glaube nicht, weil wir brauchten nur den Silber oder Bronze für die Topaz-Geschichte. Ich guck mal kurz. Silver Sapphire Laser Turret brauchten wir nur. Den da. Dafür brauchen wir nur Cut Sapphire, keine Polished. Und ich kenne momentan kein weiteres Anwendungsgebiet für Polished Sapphires. Also lassen wir die Fabrik da erstmal leer. Was mit Diamanten? Ich weiß, wir brauchten Diamanten für den einen Drill. Diesen super duper Drill. Aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind noch nicht mal bei MK3 angekommen. Also kann ich Diamanten auch erstmal weglassen. Ich sollte allerdings trotzdem schon mal hier ein bisschen Platz dafür vorbereiten. Ein Set anfordern. Nein. Da. Ein Set dafür anfordern, das aber so. Warte. So. Da. Dass diesmal so rum ist. Hier waren die alle nebeneinander. Jetzt mache ich aber Diamant übereinander. Weil es halt eine ungerade Anzahl an verschiedenen Edelsteinen ist. Das sollte dann passen. Genau, die 5 hier. Das heißt, hier werden dann die Cut Diamonds hergestellt und da die Polished Diamonds. Dann passt das schon irgendwie. Hätte ich auch von vorne rein so machen können, ne? Sieht sehr viel schöner aus. Also oben die Cut, unten die Polished. Ist was für eine Aufraumfolge, würde ich sagen. Bis dahin kann ich das hier schon mal vorbereiten mit Shift rechts, Shift links. Achso, hat gar nichts. Shift rechts, Shift links. Gib mir die Kiste wieder. Shift links. So, nimm die raus. Raus. Gut. Raus. Raw Diamond rein. Und Cut Diamond schon mal vorbereiten. Zwei Stacks. So, go. Polished. Lass sie erstmal weg, weil ich noch nicht weiß, welche wir davon brauchen von den Diamanten. Türme. Augstation kann ich aussetzen, das ist gut. Turm, Turm. Oben rechts häufen sich die Angriffe. Das ist nicht so schön, aber können wir nicht wirklich... Ja, könnten wir ändern. Wir könnten es ändern mit Smog, wir könnten es ändern mit Angriffen, aber will ich erstmal gar nicht ändern. Also verstärken hier einfach die... Pew, Pew Power. Ihr seid komisch angeordnet. So, im Westen haben wir Probleme mit. Oh, ein Turm wurde zerstört. Das ist ungewöhnlich, okay. Das heißt, wir schmeißen mal einfach so. Da kommen zwei Türme da rein, dass sie von Robotern abgeholt werden. Und falls dann irgendwo mal einer von ihnen vernichtet wird, kann er so wieder aufgebaut werden. Das ist huge. Was wollte ich jetzt noch alles machen? Ich wollte einmal die Ressourcen abholen von da oben.
Ich wollte einmal die Ressourcen abholen von da unten. Ich wollte gucken, ob die weißen Chips sich langsam erholen. Tun sie nicht. Und ob Stahl sich erholt. Tut es nicht. Dafür gehen die Eisenplatten runter, was aber auch nachvollziehbar ist wegen dem Stahl. Wie viele Schmelzen muss ich noch bauen? Ja, das muss ich mir nachher mal angucken. Und ich sollte versuchen, mehr Module zu bauen. Genau, bauen wir hier ganz viele Speed-Module. Weil das mit der Forschung gefällt mir echt nicht. Also ja, Military 7 ist schon ziemlich hoch. Aber trotzdem, es dauert viel zu lange. Weil ich habe so viele andere Sachen, die ich jetzt gerne erforschen würde. Achso, und bevor ich jetzt irgendwo hinlaufe, schmeiß mal hier eine lila Kiste hin und tu alles rein. Außer vielleicht lila Kisten. Gib mir die lila Kiste zurück. So. Tu alles da rein, lauf weg. Gut. Und dann können wir später wieder alles anfordern. Aber jetzt habe ich erstmal genug Platz, um sowohl Tin abzuholen, als auch... Wow. Speedangriff. Ganz schön. Wo? Ach du Scheiße. Lauf! Keck. Nein, nicht Stein. Komm. Rein. Das waren ganz schön viele Bigs, bitte. Okay, Speed weg. Ich brauche unbedingt mehr Defense. Defense-Bonus da. Krass. Und ein Turm wurde vernichtet, ja. Also lange werden wir dich nicht mehr halten können, Außenposten. Also die Tupas-Türme kommen sehr, sehr bald. Und die sack ich mal alle ein, damit wir noch lila Tränke haben. So. Genug Platz haben wir noch. Da ist ein Berserker-Biter bei gewesen, das ist okay. Also noch kein Elder-Biter. Ist aufgetaucht, das müsste die nächste Stufe sein. Aber habt ihr gesehen, wie schnell ich runtergegangen bin? Das waren, glaube ich, ein oder zwei Treffer nur. Puh. Also ich brauche unbedingt die bessere Rüstung. Was ist das für ein grüner Punkt? Achso, das ist eine Mauer beschädigt. Die komischerweise nicht repariert wird. Na gut. Dann jetzt noch das Unicom-Zeug abbauen. Und die Sachen hier oben einsammeln. Gut. Alle beschädigt. Und hier haben wir keinen Roboport zum Reparieren, ne? Ja, habe ich einen auf Tasche? Natürlich habe ich nichts auf Tasche. Ich habe alles rausgeschmissen. Krummelkrumpf. Da oben ist ein Licht ohne Strom. Das ist schön für das Licht ohne Strom. Das Ding wird wieder angegriffen. Nicht gut. Gar nicht gut. Du scheinst jetzt ein wenig flüssiger zu laufen. Das ist gut. Forder mal mehr davon an. Damit wir da keinen Leerlauf haben. Ruhig 200. Und du forder auch ruhig mal Draht an, damit du auch hier einen kleinen Puffer hast. Und nicht alles direkt von da drüben runtergeladen werden so muss. Und du kriegst nochmal mehr Ärmchen. Gott. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hilfreich war, aber Schaden wird es nicht unbedingt. Gut, die Schmelzen bekommen von mir mal wieder ein bisschen Zeug. Das nicht unbedingt und das auch nicht. Gut. Ah, ich sehe 705 Tinplatten im System. Oh, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn jetzt Stahl auch noch irgendwo auftauchen würde, wäre das super. Achso, und die Speed-Module sind schon ein paar fertig, okay. Kurz Strom checken. Oh. Oh Gott. Lauf. Die Engines arbeiten nicht. Oh, stimmt, das war auch ein Kommentar.
dass die hier irgendwie nicht arbeiten. Weil die keinen Strom bekommen. Warum bekommt ihr keinen Strom? Das ist, unten soll es rein. Bau Dinge schnell. Da. Transmission Shaft, was auch immer. Man kann auf deren Grafik raufbauen. Ernsthaft? Gut. Jetzt kommt da schon mal Wasser. Aber warum arbeitet ihr nicht? Jetzt habt ihr mehr Wasser. Okay. Ja, das war kurz ein Schock, dass ich nicht gesehen habe. Ich denke mal, wäre das so weitergelaufen und dann hätten wir bald wieder einen Stromausfall gehabt. Was nicht so schön ist. Ja, das muss ich mir überlegen, wann ich das mache. Also die Umbaugeschichte. Ich hätte gerne mehr von den Boilern. Ich hätte gerne die alten Engines. Ja, muss ich mir überlegen. Erstmal da. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne die Speed-Module setzen. Und was war noch? Oh, erstmal die Speed-Module einfach setzen, damit die Forschung durchgeht. Also blub. Ich kann einfach so machen, ne? Blub, 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 blub. Also die Hälfte haben wir schon mal ausgestattet, das ist gut. Kann ich noch mehr bauen? Nö, was fehlt? Die grünen Dinger und das da. Weil ich sie alle in die Kiste geschmissen habe, das ist richtig. Apropos Kiste geschmissen, schmeiß mal das rein. Das. Und vorder an. Ja, das wird jetzt viel. Vorder an. Erstmal die Sachen wieder im Google. Also das Goldzeug. Das grüne Zeug. Das weiße Zeug. Und etwaiges bieten du die schon im Inventar ab. Im System ab. Wie die jetzt auch mal spielen. Klick, klick. Oh, 46. Ja, ich hätte gerne erstmal nur so 10, um die restlichen da zu machen. Wobei, noch mehr, damit die Schmelzer noch ausstatten kann. Ja. Okay, kleines Resümee für die nächsten Folgen. Wir sollten sowohl alle Labore als auch alle Schmelzen mit den MK0 oder was, MK1 Speedmodulen ausrüsten. Sobald Military 7 irgendwann durch ist, sollte ich erstmal auf die modulare Rüstung gehen, damit ich da schon mal ein bisschen was habe. Und wenn die modulare Rüstung durch ist, gucken, ob wir mit der ersten Power-Rüstung vielleicht schon anfangen können. Und dann auch zwangsweise die ganzen Subkomponenten für die Power-Rüstung. Also die Schilde, die Batterien, der Fusionsreaktor, all sowas. Das wird sehr viel Forschungszeit darauf brauchen. Also wenn... Keine hellblauen Tränke? Warum hast du keine hellblauen Tränke? Nein! Ja, 612 sind im System. Oh, da ist keine Roboterabdeckung, deswegen. Mist. Vielleicht auch bessere Roboter? Roboports? Achso, MK2. Ja, und definitiv bessere Roboports. Jedenfalls eine Stufe höher, damit wenigstens die Abdeckung da gewährleistet ist. Das war, weil ich das von da nach da geschoben habe. Nicht gut.